Georgien, wie gut kann man dich mit Fahrrad bereisen? Das und noch vieles mehr wollten wir auf unserer ersten Tour durch dieses gebirgige Land herausfinden. Hui! Hallo! Die ersten Fahrradfahrer, dann wiederholen sie uns auch noch. Also ob Georgien zu Europa oder zu Asien gehört, da gibt's schon mal unterschiedliche Meinungen. Doch in puncto Herzlichkeit fällt unsere Meinung ganz eindeutig aus. Hier ein kleines Beispiel, das euch auf Georgien neugierig machen soll. Wir sind mitten am Tag in der größten Hitze und radeln die Straße lang. Ja, unglaublich. Jetzt gerade hier an dem Bumper hat der Gegenverkehr jemand angehalten, aber ich nehme an, der ist zurückgekommen und hat uns gerade zwei so eine Eiscremes in die Hand gedrückt. Kommt doch einfach mit uns mit und macht euch selbst ein Bild, wie schön es sich auf eigene Faust mit dem Fahrrad durch Georgien radelt. Wie so oft beginnen unsere Fahrradreisen mit dem Wiederaufbau unserer guten alten Drahtesel. Mal sehen, ob wir daraus ein Fahrrad wieder zogen. Oh, das wäre schön. Irgendwie sieht es heute nicht so chaotisch aus wie sonst. Und schon nach nur 3 Stunden sind wir fertig, um in die Hauptstadt von Georgien nach Tiflis aufzubrechen. Unsere erste Ausfahrt Richtung Altstadt in Tiflis. Die Innenstadt macht einen sehr sauberen Eindruck, aber um die Bausubstanz ist es nicht ganz so gut bestellt. Umso uriger sind diese vielen kleinen Läden, wie dieser Bäcker hier, wo in einem breiten Tonkrug innen an den Wänden das Brot dran geklatscht und gebacken wird. Sieht's nicht irgendwie aus wie ein Schiffchen aus Mesopotamien? Knusprig? Einfach zum Reinbeißen. Unterhalb der Statue Mutter Georgiens am südlichen Ende der Altstadt geht's zu dem berühmten Bäderviertel. Diese Ziegelkuppeln, einfach toll. Wie toll es eigentlich drinnen aussieht, das können wir nun nicht sagen. Denn bei 36 Grad Außentemperatur hatten wir null Bock auf ein zusätzliches Schwitzdampfbad. Trotz der breiten Automagistralen entlang des Flusses Kura kann man jede Sehenswürdigkeit super mit Fahrrad erreichen. So auch die heilige Dreifaltigkeitskirche, die hoch über der Stadt thront und schon von Weitem überall zu sehen ist. Von außen macht sie allerdings einen viel imposanteren Eindruck als von innen. So gibt es hier gar keine Stühle und der Gottesdienst wird wahrscheinlich im Stehen abgehalten. Jedenfalls hat man von hier oben einen genialen Blick auf die Stadt. Wieder zurück in der Altstadt wartet dann eine ganz andere Sehenswürdigkeit auf uns. Die moderne Friedensbrücke, eine Fußgängerbrücke über die Kura. Sie sieht einfach toll aus, bei Tag und in der Nacht. Wenn ihr in Tiflis seid, dann lasst euch die Stimmung bei Nacht in der Stadt auf keinen Fall entgehen. Nach 4 Tagen Stadtluft, da juckt's uns schon mächtig, dass wir endlich mehr vom Land sehen. Es geht los. Good morning. Unser nächstes Ziel ist keine 30 Kilometer entfernt. Die ehemalige Hauptstadt von Georgien mit dem unaussprechlichen Namen Sreta. Schöne Ausfallstraße hier aus Tbilisi. So, wir haben den ersten Anstieg. In Georgien, mal so testweise, bloß mal 200 Meter hoch und 200 runter, weil unten die Autobahn lang führt. Ja, wir sind jetzt oben, aber von hier aus geht nur noch gestrichelt weiter und jetzt haben wir uns schon zweimal verfahren hier in der Walachei. Und hier soll es jetzt angeblich richtig sein. Na zeig mal, wie richtig das richtig ist. Mensch, man sieht wieder nicht, wie steil das ist. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Was tut man nicht alles, um der Autobahn zu entgehen? Ja, guck mal, wie schön ich aussehe. Magst du ein paar von mir haben? Nö. Am Ende spielen wir dann doch ein bisschen Geisterfahrer an der Autobahn, weil unser Navi sagt, hier muss eine Unterführung sein. Da können wir durch. Zum Glück hat das Navi am Ende recht behalten. Und wir kamen dann ohne weitere Probleme im Sreta an.
Heute schien hier in der zweitgrößten Kathedrale des Landes ein Tag der Taufen zu sein. Und im nahegelegenen Kloster erlebten wir wirklich, dass die Gottesdienste im Stehen stattfinden. Ja, man kann gut nachempfinden, dass Vreta das religiöse Zentrum von Georgien ist. Wir fahren jetzt jedenfalls durch das geografische Zentrum Georgiens weiter. Hier hat man mal eine richtig schöne Sicht in die Ebene. Wir stecken ziemlich in der Mitte zwischen großen und kleinen Kaukasus. Da unten ist der Fluss irgendwo. Und dahinter kommt der große Kaukasus. Und es ist heiß. Wir kriegen jetzt eine Dusche mit dem Himmelwasser. Ja. Das warme Wasser ist im Nu kalt. Ach, das ist aber so sparsam. Da habe ich da hinten auf den Esel noch so viel Wasser. Ja, weiß nicht. Jetzt geht's nur noch runter. Da hinten sind die Höhlen. Gemeint ist die Felsenstadt Ublitschischa an der Kura, Weltkulturerbe von Georgien. Das ist die Kura hier. Das ist ein Panorama wie bei Wildwest bei John Wayne. Dann steigen wir mal ein in das Höhlenlabyrinth. Akustik braucht, dann muss man in die Single Column Hall gehen. Hier, das ist Schlafgemach und hier ist die einzige Säule, aber richtig schön. Von Gori nach Gomi genießen wir noch einmal die letzten geraden Kilometer. Na, Morgenstunde hat Gold im Mund, aber wir haben mal wieder eine von OSM eine Abkürzung gekriegt, die dann hier am Bahndamm geendet hat. Hallo! Ihr seid aber ein paar schöne Exemplare. Na und ihr geht so vorschriftsmäßig über den Zebrastreifen. Ab Gomi geht's dann bergan, über das Lichtgebirge gen Norden. Auf dieser Strecke gibt's unheimlich viel Fernverkehr mit großen Lastern. Hier treffen wir auch das erste Mal andere Langstreckenradler aus Deutschland und aus Frankreich. Bei 970 Metern ist dann der Xwari-Pass geschafft. Nochmal ein steiler Anstieg und dann finden wir endlich ein Plätzchen für unser Zelt für die Nacht. Am nächsten Tag wartete eine ganz schön heftige Überraschung auf uns, als wir aus der Bergarbeiterstadt Chiatura wieder 400 Meter steil hoch mussten. Nächster Anstieg. Wir müssen einfach aus dem Kessel hier von der Stadt raus. Das ist maximal schweißtreibend. So. Ja, die Autos haben auch zu tun. Das hat Spaß gemacht, war das Stück. Nee? Hat ihr nicht Spaß gemacht. Naja, sie will mal cyclen, sie will natürlich fahren. Dann. Jetzt habe ich gesagt, jetzt wird hier geschoben und schon ist natürlich der Spaß weg. Ey, ein harter Kampf hier hoch. Oh, 12% steht dran, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ja, die Katzki-Säule muss man sich richtig erkämpfen. Das ist wirklich ein Kampf. Und jetzt stehe ich auch noch am Weg, wa? Super. Falsch geatmet. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Da ist es. Wegen diesem 40 Meter hohen Felsen, der Katzki-Säule,
hatten wir all die Schinderei auf uns genommen. Unterhalb der Säule gibt's sogar eine schöne Zeltmöglichkeit und sogar ein Plumpsklo. Die letzten Meter bergauf ging's dann zu Fuß. Naja, auch anstrengend. Dort hoch oben lebten Einsiedlermönche. Der letzte sogar mehr als 20 Jahre lang bis etwa 2018. Neben einer Seilwinde für die Versorgung mit Lebensmitteln war diese steile Stiege seine einzige Verbindung zur Außenwelt. Aus Sicherheitsgründen ist heute das Hochklettern verboten. Dafür ist die Besichtigung des kleinen Klosters am Fuße des Felsens völlig ungefährlich. Und dann wollen wir noch nach Kota Izi, wenn alles gut geht, weil in 2 Stunden fängt es tatsächlich an zu regnen angeblich. Kann mir noch nicht vorstellen, aber... Wenn es darum geht, nicht nass zu werden, kriege ich immer ganz schnell flinke Füße. Seit heute früh sollte es eigentlich regnen. Erst wenig, dann mehr und dann starke Gewitter und wie auch immer. Aber wir paddeln jedenfalls, was wir können. Nicht wahr? Ja, Gegenwind. Ja, jetzt haben wir Gegenwind. Naja. Und Schwein hatten wir unterwegs auch noch. Oh, jetzt habe ich nicht richtig zugemacht. Hey, nicht dran rummachen. Jetzt habe ich hier eingesaut hier. Ach, meine Damen. Wie geht's, wie steht's? Ein Ritt nach Kota Izi. Auf einen extra für uns neu gemachten Fahrradweg. Sieht ja nicht schick aus. Jetzt hat es uns tatsächlich noch erwischt. Da wollen wir hin, an das Haus. Also vor 3 Minuten hat es angefangen. Bloß weil wir noch im Kaufmannsladen waren und ein Bier gekauft haben. Na, man kann ja nicht nur Schwein haben. Die große Markthalle von Kota Izi ist ideal für frische Vorräte. Wir wollen ein bisschen Fleisch, Obst und Gemüse. Mal sehen, ob wir hier fündig werden. Ein Markthändler will sich unbedingt mit mir zusammen fotografieren lassen. Moment. Melone, Pfirsiche, Petersilie, Blumenkohl, Fleisch und Käse. Verpackt macht sich Eddie jetzt wieder zu den Fahrrädern. Mehr kriegen wir jetzt nicht mit. Chefkoch Eddie. Bin ich das? Das bist du. Bin ich im Fernsehen? Ja, hat uns was ganz Leckeres gemacht. Guckt mal. Ah, und oben auf kommt dann noch was. Und schon haben wir wieder Kraft für den Aufstieg zur Bagrati-Kathedrale. Hoch über der Stadt. Hier staunten wir nicht schlecht über die verschiedensten Würdenträger in der georgischen Kirche. Von hier oben kann man im Süden den kleinen Kaukasus schon deutlich erkennen. Am nächsten Tag geht's weiter zu den heißen Schwefelquellen hinter Amagebla. Jetzt testet er die erstmal, wie warm es ist. Diese Naturschwefelbäder sind bei den Einheimischen sehr beliebt und man ist eben selten allein. Interessanterweise hat's hier kaum nach Schwefel gerochen. Jeder genießt hier die wohlige Wärme und die Ruhe. Und wir kriegten endlich die Erleuchtung, wie es mit unserer Route weitergeht. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, doch nicht über die Berge zu fahren, über den kleinen Kaukasus. Die beiden Pässe, Zekari und Goderzki Pass Richtung Batumi, liegen über 2000 Meter. Weite Abschnitte sind nur Schotterwege. Und die Wettervorhersage ist für dieses Gebiet echt bescheiden. Also ein Haufen guter Gründe, sich vor dieser Plackerei zu drücken. So, jetzt sind wir ein bisschen in die Falle getappt. Wir waren ja um die Berge rum, aber jetzt sind wir auf so eine Straße gekommen. Die Autobahn ist hier kurzzeitig scheinbar nicht fertig gebaut. Dafür hatten wir eine clevere Alternative gefunden. Die Route ist schon auf Posten. Nervenkitzel. Du schaffst die schweren Räder rüber zu liefern, ja? Ja. Und dann haben wir uns schnell auf die Strümpfe gemacht zum Gasthaus von unserem Sohn Billy.
nach Batumi. Hier wurden wir schon sehnsüchtig erwartet bei Tika und Mamuka, den liebevollen Gastgebern von Billy. Tika hat ganz geduldig versucht, mir diese verrückten georgischen Buchstaben beizubringen. Und dann kam er auch endlich persönlich, unser Weltenbummlersohn. Hey, hola! Hola, Kamashoba, hi. Nicht nur Billy, sondern wir haben uns hier auch sauwohl gefühlt. Batumi ist wirklich eine tolle Stadt. Ja, beeindruckend. Die verrückten Hochhäuser erinnern mich irgendwie an Singapur. Und im Hintergrund der kleine Kaukasus, das hat schon was. Dann haben wir Billys Shawarma-Stand seines Vertrauens entdeckt. Der beste, den er je gefunden hat. Und die Besitzerin hat Billy schon ganz lange vermisst. So, jetzt gibt's Shawarma. Um die Ecke von Billys Gasthaus gibt's die Mineralquelle seines Vertrauens. Das ist eine richtige Macho-Gesellschaft. Die Frauen dürfen die schweren Lasten tragen und die Männer tragen die Verantwortung. Eine Mineralquelle seines Vertrauens hat Billy natürlich auch. Und hier herrscht so ein Andrang, dass man Wartenummern für 2-3 Stunden ziehen muss. Aber dafür hatten wir Billys super Location für Sonnenuntergänge. Eine alte Zarenruine, ganz für uns allein. Da war mal schönere Zeiten. So, und gehen wir mal in einige Löcher. Ja, vor allen Dingen unterm Dach. Hier wäre dann der Sonnenuntergang. Wow, noch unverbauter Blick aufs Meer. So, wir waren nun in die wichtigsten Geheimnisse unseres Sohnes eingeweiht und mussten uns endlich mal wieder auf den Weg machen. Unsere letzten Kilometer in Georgien sind leider gezählt. So, wir fahren aus Batumi oder beziehungsweise wir fahren jetzt in die Türkei nochmal durch Batumi durch. Wir haben mal wieder eine Abkürzung gefunden, parallel zur Hauptstraße. Aber hier ist noch ein bisschen dicht. Deutschland, ja. Yes, gut. Gut? Ja. Yeah, gut. Alles gut? Ich bin Deutsch lernen, arbeitet. Bist du dick, wa? Ja. Bist du dick? Ja. Moment. Ja, da hinten. Jetzt. Dicke Schiene. Ich glaube, wir haben das Labyrinth erfolgreich gemeistert. Ja. Ich weiß nicht, auf was die hier alle warten. Ja, hier kommen die Berge richtig schön ans Ufer ran, aber angeblich soll unsere Richtung ohne Tunnel sein, außer einen kleinen. Mal sehen. Eine halbe Stunde später. Luft anhalten, jetzt wird's enge! Wie fühlen Sie sich denn heute so in Sapi? Ja, das stimmt. Da sind wir so ein bisschen. Hat so ein bisschen Losstopp, schade. Ja. Aber wir kommen ja wieder. Tschüss, ihr sauberen Quellen am Straßenrand. Tschüss, ihr knusprigen Riesenbrote. Und ihr lieben streunenden Hunde. Tschüss, ihr vielen Hügel. Und rasanten Abfahrten. Tschüss, ihr vielen verrückten Schleichwege. Immer wieder interessant, unsere GPS-Wanderung. Von da sind sie doch. Wir kommen gerne wieder nach Georgien. Bis bald.